Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das beten wir immer kurz bevor wir die heilige Kommunion empfangen. Bei mir hat das ein paar Jahre gedauert, bis ich überhaupt zum ersten Mal einen Bezug zu diesem biblischen Spruch bekommen habe. Der römische Hauptmann ergibt ein Glaubenszeugnis und sagt zu Jesus: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir verbinden das mit dem Empfang der heiligen Kommunion. Er soll im Zeichen des Brotes bei uns einziehen, in unser Haus kommen, das heilende Wort zu uns sprechen. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, da ist mir aufgefallen, meine Erstkommunion hatte ich schon mit knapp 7 Jahren. Ich habe es aber nicht gemerkt damals. Ich habe einfach zu meinem Bruder gesagt, wie schmeckt das? Kannst du mir mal ein Stückchen mitbringen von diesem komischen Ding, von dieser Hostie? Mein Bruder, freundlich wie er ist, hat mir ein Stückchen davon mitgebracht. Ich habe es probiert und war nicht besonders begeistert. Ich habe mich gefragt, warum wird da drum so ein großes Gewese gemacht? Ein paar Jahre später bin ich dann zur Erstkommunionvorbereitung gegangen und habe dann gelernt, dieses Stück Brot ist Jesus Christus für uns. Er ist anwesend, er ist greifbar, schmeckbar und fühlbar. Ich habe das damals so angenommen und hingenommen, verstanden habe ich es noch nicht wirklich bei meiner feierlichen Erstkommunion. Ich musste erst ungefähr 12 Jahre alt werden, da habe ich in einem Sommer bei einer ganz normalen Sonntagsmesse, ich weiß noch, es war ziemlich heiß draußen, auf einmal beim Beten dieses Satzes, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, gespürt, gemerkt, konnte auf einmal greifen und begreifen, Jesus Christus meint damit mich. Er möchte in mein Herz hinein, er möchte in mein Leben hinein. Das war eines meiner großartigsten religiösen Erlebnisse, die ich gehabt habe damals, als ich 12 Jahre alt war. Und wenn ich es heutzutage manchmal nicht spüre, dass Christus sich mir wirklich schenkt, dann erinnere ich mich an diesen Augenblick und weiß, Herr, selbst wenn ich nicht spüre, du bist da, ganz bewusst, ganz klar.